Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der SK Sturm Graz FC 25 Karriere. Ja, wir haben da einen Scout-Bericht von Norwegen. Da schaut es ganz gut aus. Ich möchte nämlich für die rechte Mittelfeldseite einen Spieler transferieren. Neue Meldung von Jude Nelson. Upsala. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefällt. Und natürlich, wenn ihr noch ohne Abo seid, dann abonniert diesen Kanal. Das wäre sehr, sehr nett. Wir schauen da mal rein. Wir haben jetzt gleich mal ein Transferangebot bekommen von Brighton Hove Albion. Das werden wir natürlich ablehnen. So schaut das aus. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Da werden wir mal zwei aktualisierte Scout-Berichte für Andersen. Okay, das, da will ich eigentlich schauen zu den Scout-Berichten natürlich. Haben wir da was? Wer hat denn wen beobachtet? Aufträge da haben wir jetzt. Okay, das ist es nicht. Jude Nelson, Nationaltrainer. Okay. Ja, da rechts seht ihr immer wieder Meldungen von Fabrizio Romano und so weiter und so fort. So ist. Das ist einmal auch nicht so schlecht, dass da Austria-Fans durch die Stadt ziehen. Noch ist das Stadion leer. Hat natürlich ganz gut ausgeschaut. Da. Otzmann. Sehr gut angegangen. Kittischwili. Höwing. Aibu. Wüttrich. Wüttrich, der im echten Leben leider verletzt ist, hat hier nicht viel zu sagen. Da brennt es gleich mal im Strafraum herinnen und das war abseits, Gott sei Dank. Das war sehr blöd. Gassi Begovic kommt hier in den Strafraum und da kommt man aber zu. Da gibt es ernsthaft auf dem Meter Sturm. Und die Gary-Karte. Und Dragovic ist da erzürnt, der will da rein. Was soll denn das? Ja, eigentlich hat er den Ball weggespült und erst dann vielleicht Biret gefoult. Aus. Sahin Radlinger gegen Biret. Und der macht den Elfmeter eindeutig sehr gut. Damit in der sechsten Minute das 1:0 erzielt. Mika Biret gegen Samuel Sahin Radlinger. So, Wüttrich. Also Begovic schickt über die Außen Hannes Wolf, der neu dazugekommen ist. Kittischwili. Und das war sehr leicht. Das war sehr, sehr leicht. Ja, der geschlafen. 0:2. Gleich ein Doppelschlag der Herrschaften hier. Und der Wind geht 16 km/h, wie ihr seht. Wieder die Austria am Ball, die wird sich jetzt anscheinend wehren. Achtung, es ist wieder Malone. Oh, das ist böse gewesen. 1:2. So schnell kann es gehen. Das kann es ja gar nicht sein. 1:2. Machen wir uns die Wiederholung an. Das ist auch nicht so schlecht. Die Kameraansicht. Den hebt er drüber. Und natürlich rieft er den da. Ganz, ganz herrlich. So. Das Sturm sehr gut ab. Und da ist jetzt ein super Pass auf Altschuhe und er trifft in seinem ersten Spiel das 3:1 für Sturm. Das war gar nicht so schlecht. Der Austria ist nicht wirklich ein Gegner. Ihren Favoriten beherrscht Sturm das Spiel, obwohl es zwischenzeitlich ausgesehen hat, als würde die Austria den Ausgleich machen. Somit geht es in der zweiten Halbzeit richtig rund.
Stankovic. So schnell kann es natürlich gehen. Wahnsinn, was hier ein Wu aufführt in Das gibt's ja gar nicht. Es gibt Elfmeter. Und rot für Evu. Wahnsinn. Im ersten Spiel gleich so ein beschissener Fehler. Das kann es ja gar nicht sein. Was machst du jetzt? Ja. Schauen wir mal, was macht er. Der Kohle bewegt sich erst nächstes Jahr. 3:3. Es ist richtig bitter, dass die Austria zurückkommen kann. Ist natürlich nicht sehr schön. Jetzt muss Sturm natürlich aufpassen, keine weiteren Treffer zu kassieren. Und die Austria ist hier ziemlich stark. Achtung! Achtung, jetzt brennt's! Jetzt brennt's ordentlich! 4:3! Ja, was ist denn hier los? Die Austria mit einer Aufholjagd. So, schauen wir mal, was wir da machen können. Haben wir einen Innenverteidiger? Ja, das heißt, wir werden Biere drunter nehmen und Geierhofer hineinbringen. Damit fehlt eine Sturmspitze. Ich würde mal sagen, dass ich Gitteschwili nach vorne bringe und einen schnellen Spieler bringe. Sidi Yatta. Probieren wir es mit Sidi Yatta aus. Und brauchen diesen Wechsel. So, ein Energieanfall, da kommt wieder eine gelbe Karte. Da fließen die Karten nur noch so. Da kannst du ja gar nichts machen. So, es ist bitter. Das ist wirklich bitter für Sturm. Im Auftaktspiel so einen Beschiss zu spielen. Achtung. Sehr gut. Und jetzt picken sie ja förmlich am Ball. Und es gibt Einwurf für die Wiener Austria. Ja, da lasst er den vorbei, aber hat das sehr gut gespielt. So, Stankovic geht hier jetzt. Sieht hier, sieht die Jatta, würde ich sagen. Nur noch 13 Minuten zu spielen und jetzt mal vielleicht ein schnelles Umschaltspiel. Es erreicht hier Karic. Und der Ausgleich. Sidi Yatta im Spiel und macht den Ausgleich. Wahnsinn, wie dieses Spiel hier abgeht. Wenn es darauf ankommt, macht Sidi Yatta natürlich. Sehr gut. Eine gute Entscheidung hier hinten auszuwechseln. Und es steht 4:4. Was für eine Gegentorflut. Und jetzt natürlich mit der roten Karte ist es keine gute Entscheidung gewesen. So, sehr gut erobert. Gazi Begovic wieder. Was macht Gazi? Gazi lässt hier Galvao stehen. Galvao lässt er hier stehen. Ist es jetzt einmal mehr? Oh, da wäre es was zum Eigentor gekommen. Also Begovic eilt natürlich zurück. Und hat diesen Ball abgefangen, wollte ich sagen. Ach, Gott sei Dank brennt es hier nicht zu sehr. Im Strafraum. Achtung, der hat noch Kraft. Er hat noch sehr viel Kraft. Nein, warum macht er denn das? Da ist wieder einer dazwischen. Oh, gefährliches Spiel. Nein, Wüttrich darf sich jetzt auch nicht erlauben. Achtung, Ganusch. Und da drüben steht einer frei. Er macht das ganz gut. Da hat man völlig vergessen. 89. Minute. Jetzt vielleicht noch ein Gegenangriff von Sturm. Nein, das wird's nicht. Das ist sehr schade. Zwei Minuten Nachspielzeit noch.
die Austria im letzten Angriff. Was gibt auch für Jasibegovic die gelbe. Na, direkt die rote Karte. Ja, Wahnsinn! 90. Minute, das hat er unbedingt mitnehmen müssen. Zwei rote Karten, ein turbulentes Spiel, der größte Wahnsinn überhaupt. Jetzt Hannes Wolf, aber ja, er wurde abgepfiffen. Und da gehen wir mal ins Interview, was das für ein Auswärtsspiel war. 4:4, ein Wahnsinn. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ja, der Schiri, Ivo trösten, natürlich trösten wir Ivo, was wollen wir denn? Kann man nicht schimpfen. Paradisch. Ich finde Christian Ilzer sehr nice. Danke für das Gespräch. Ja, Christian Ilzer feiert das natürlich nicht, dass er hier ein Unentschieden nur mitnimmt, obwohl man als stärkere Mannschaft gewonnen hat. Zwei Profis sind gesperrt. Die Trainingspläne kann man hier auch anschauen. Starker Fokus auf Leistung. Um ein bisschen ausgeglichener erhöhen. Dann passt es, der Trainingsplan schaut auch gut aus. Plan ändern, starker Fokus auf Energie, Fokus auf Leistung, die Fitness sinkt dadurch. Machen wir es ausgeglichen, Änderung übernehmen und Trainingsplan für alle Spieler übernehmen. So, dann ist die Bissigkeit natürlich da. Dann sind zwei Profis gesperrt. Dann haben wir da zwei ungelesene Nachrichten. Ich möchte Ihnen keinen unnötigen Druck machen, aber ich glaube, ich bin mittlerweile ein wichtiger Spieler. Ja, kämpfe weiter um deinen Platz. So schaut's aus. Oh, alles natürlich glücklich, das ist auch super. Gehen wir mal weiter. Gegen Hartberg schaut es dann gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder gegen Hartberg wieder auswärts. Naja, das fängt ja ziemlich gut an. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, grüß euch.